Etwa ein Viertel aller Familien in Schleswig-Holstein sind Einelternfamilien, also Kinder mit alleinerziehenden Eltern. In den meisten Fällen in Schleswig-Holstein arbeiten die Mütter bis zur Trennung in Teilzeit. Und nach der Trennung könnten Mütter nicht von heute auf morgen Karriereschritte aufholen und ein komplett neues Leben aufbauen. Das sagt Adrian Meisel vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter. Damit sei der Status alleinerziehend immer noch gleichbedeutend mit einem Armutsrisiko. Der Bundesjustizminister will danach justieren und die Unterschiede aufheben. Doch das stößt auf Kritik. Mehr dazu gleich. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Donnerstag, den 11. April. Ich bin Tilman Wrede und habe euch diese Themen mitgebracht. Der Bund setzt auf autonome Fähren über den NOK. Nach Cannabis-Legalisierung in Deutschland. Dänische Partei fordert schärfere Grenzkontrollen. Und allergisch gegen Wasser, Sperma oder Alkohol. Diese 7 seltenen Allergien gibt es wirklich. Aber jetzt schauen wir erstmal auf unseren Schwerpunkt. Heute im Fokus. Der Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP kündigte im vergangenen Jahr eine Reform des Unterhaltsrechts an. Alleinerziehende Eltern in Schleswig-Holstein waren darüber nicht begeistert. Meine Kollegin Margitta Truhe weiß, was Marco Buschmann vorhat. Der Bundesjustizminister möchte den Kindesunterhalt anders aufteilen. Dabei geht es nicht um das Konzept, wo einer betreut und der andere Elternteil dann zahlt, sondern um den Bereich, wo ein Elternteil etwa 30-49% der Betreuung übernimmt. Wer zum Beispiel mehr betreut, soll auch weniger zahlen müssen. Ab 50% teilen sich die Eltern das dann ja sowieso hälftig auf. Das wäre dann das 50-50-Wechselmodell. Weder Konzept noch Leitbild des Ministeriums treffen auf Zustimmung beim Verband Alleinerziehender Mütter und Väter in Schleswig-Holstein. Sprecherin Adrian Meisel nennt vor allem 3 Gründe, warum sich der Verband in Kiel der Kritik des Bundesverbandes der Alleinerziehenden anschließt und Buschmanns Vorschläge in der vorliegenden Form ablehnt. Margitta, was sind diese Gründe? Adrian Meisel vom Alleinerziehendenverband Schleswig-Holstein hält für schwierig, auch innerhalb dieses Modells 30-49% exakt aufzurechnen. Denn auch hier sind die Modelle im Prinzip im realen Leben dynamisch und müssen immer wieder den Kindern angepasst werden. Und der nächste Grund ist, auch wenn das Kind beim Papa ist, läuft der Kühlschrank daheim weiter. Also die Stromrechnung, Versicherung, Mitgliedschaften im Sportverein und so weiter. Die Mutter kann auch nicht ad hoc einfach mehr arbeiten gehen. Zumal, und das ist ein weiterer wichtiger Punkt für Meisel, der Elternteil, bei dem das Kind hauptsächlich aufwächst, sind immer noch Mütter. Sie sind oft vor der Trennung weniger arbeiten gegangen und haben damit schlechte berufliche Startpositionen, wenn sie dann allein stehen. Und das wirkt sich auch finanziell aus. Wenn nun noch weniger Unterhalt gezahlt wird, dann verschärft sich dieses Problem. Und was kann sich die Beraterin vorstellen? Und was wünschen sich die Eltern? Der Verband wünscht sich das Beste für das Kind. Die Eltern reden miteinander, stimmen sich ab und richten sich immer wieder nach den Wünschen des Kindes aus, unabhängig von einem starren Modell. Insgesamt aber fordert der Verband viel mehr Unterstützung für Familien. Ein Ergebnis der Studie Kindeswohl und Umgangsrecht des Bundesfamilienministeriums war, dass für das Wohlergehen und die Gesundheit des Kindes weniger das jeweilige Betreuungsmodell eine Rolle spiele. Vielmehr seien es positive Familienbeziehungen und dass die Kinder beim Umgang mit den Elternteilen und bei der Betreuungssituation mit einbezogen werden. Gehört habt ihr Margitta Truhe aus der SH-Redaktion. Der Bund plant eine autonome Fähre über den Nord-Ostsee-Kanal. Verkehrsminister Volker Wissing plant eine selbstfahrende Fähre wegen der aktuellen Personalprobleme. Derzeit werde eine Machbarkeitsstudie zum autonomen Betrieb der Kanalfähren erstellt. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nord-Ostsee-Kanal beschafft gerade erstmal 13 neue Hybridfähren mit E-Antrieb, die noch einen Schiffsführer brauchen. 3 davon fahren schon. Die und die anderen werden dafür vorbereitet, dass sie auch für den autonomen Betrieb geeignet sind. In Schwedens Hauptstadt Stockholm fährt seit August die erste autonome Fähre der Welt über eine Förde. Dank Radar, Sensoren, Kameras und GPS kann sie neue Situationen, wie zum Beispiel kreuzende Boote, in weniger als einer Sekunde erkennen und notfalls den Kurs korrigieren. Der Einsatz von autonom fahrenden Autofähren auf dem NOK wäre komplizierter. Daher könne es noch etwas dauern, bis autonome Fähren fahren. Und jetzt schauen wir, was sonst noch wichtig ist in Schleswig-Holstein. Weitere News aus Schleswig-Holstein. Nach der Cannabis-Legalisierung in Deutschland fordert die dänische Oppositionspartei wieder schärfere Grenzkontrollen. In Dänemark ist der Besitz und Konsum entsprechender Produkte weiterhin verboten. Weil an den Grenzen weniger kontrolliert wird, fürchtet die Oppositionspartei Danmarks Demokraterne,
dass vor allem junge Menschen in Deutschland Cannabis konsumieren oder es bei uns kaufen und damit wieder nach Dänemark einreisen. Mit ihrer Forderung nach stärkeren und dauerhaften Kontrollen steht die Partei allerdings noch alleine auf weiter Flur. Scheint zumindest so. Denn die Regierungspartei Moderaterne kann die großen Sorgen der Danmarks-Demokraterne anscheinend nicht teilen. Ein Sprecher sagt, vielleicht ist es besser, es in Deutschland zu kaufen, als es auf dem illegalen Markt in Dänemark zu kaufen. Allergien gegen Pollen und Gräser plagen viele unter uns im Frühling. Doch es geht noch schlimmer. Einige Menschen sind gegen Wasser, die Sonne oder ihren eigenen Schweiß allergisch. Das klingt jetzt erstmal sehr seltsam, ist aber die harte Realität. Andere Allergien, und ja, die gibt es wirklich, sind Vibrationsallergie oder auch eine Spermaallergie. Welche Symptome die teils seltenen Allergien auslösen und ob man was dagegen tun kann, erfährst du im Artikel meiner Kollegin Inga Kausch. Ich sitze sehr viel am Schreibtisch, ob zu Hause oder im Büro. Meine Kollegen Benjamin Steinhausen und Jette Stern aus Neumünster waren zu Gast im Fitnessstudio bei Selina Kröschel und haben sich dort Tipps geholt, was für Rückenübungen auch im Büro gut umsetzbar sind. Aber nicht nur das. Sie haben sich auch Tipps und Übungen für Jettes Eltern mit Rückenproblemen zeigen lassen und ein paar Yoga- und Dehnübungen. Die beiden in Action seht ihr auf unserem Instagram-Kanal. Ausblick. Am morgigen Donnerstag ist im Rheinbeker Schloss ein Auftritt des AfD-Abgeordneten Gerrit Huy geplant. Die Stadt wehrte sich dagegen und wollte die Nutzung der Räumlichkeiten verbieten. Die AfD klagte dagegen und bekam Recht. Unter dem Motto Rheinbek darf nicht Potsdam werden, rufen die Omas gegen Rechts jetzt zu einer Mahnwache während der AfD-Veranstaltung um 18 Uhr auf. Das war's für heute. Die nächste Folge hört ihr am Freitag, den 12. April ab 5.30 Uhr. Alle Themen wie immer auf saz.de zum Nachlesen und kostenlos anhören. Geht dafür einfach auf saz.de/newspodcast oder in die Beschreibung. Habt einen guten Start in den Tag.